Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Kochvideo von mir mit einem Messer, was ich schon mal vorgestellt habe. Hat auch eben mal kurz in einem Video vorher gezeigt, wie man dieses Messer ganz einfach mit Sonnenblumenöl pflegen kann. Ich sage nicht, dass es das Ideale ist. Das Brett habe ich auch gepflegt mit Sonnenblumenöl. Ich gehe nicht davon aus, dass jeder meine Videos alle sieht. Es handelt sich also hierbei um das Condor Bushlore. Mit dem will ich jetzt meinen Salat zubereiten. Dieses Messer folgt einem Design von Nesmuk. Man könnte sagen, einem amerikanischen Bushcraft Pionier. Sein richtiger Name war George Washington Sears und sein Name wurde bekannt durch Schriften und das ein paar Bücher, die hatte ich auch schon mal vorgestellt. Canoeing the Adirondacks und Woodcraft. Und dieses Messer hat George Washington Sears selber designt. Und es war gedacht als eine Art Küchenmesser, vornehmlich ein Metzgermesser. Heute sagen die Amis, das wäre ein Skinner, also zum Häuten. Und das liegt daran, dass der Griff und die Klinge so geformt sind, sich an die Hand anzuschmiegen, um ein Tier zu häuten. Die Hand oder der Zeigefinger ist dafür deshalb so angebracht, dass man die Haut nicht beschädigt oder eventuelle Organe nicht beschädigt. Und das macht dieses Messer zu einem perfekten Skinner. Und George Washington Sears, alias Nesmuk, hat dieses Messer designt auch als Küchenmesser. Und dafür werde ich es jetzt benutzen. Und dann nehme ich euch mit dafür. So, als allererstes mache ich schon mal meine Salatsoße, soll man das so sagen, Salatsoße. Die mache ich mit so einer fertigen Packung. Ich messe das nicht so ganz ab. Ich mache das so aus dem Stegreif heraus. Normalerweise würde ich jetzt eine richtige Zitrone nehmen, aber ich habe leider keine zur Hand. Aber ich habe immer diese diese künstliche Zitrone, aber das ist ja Zitronensaftkonzentrat, von daher ein bisschen Knoblauch rein. Ich finde, alles, was mit Essen zu tun hat, muss Knoblauch rein. Oh. Boah. Gibt aber auch schon Geruch. Und ein bisschen Maggi. Und jetzt kommt so eine kleine Packung rein. Wieso machen die hier an so einer Umverpackung keine weitere Möglichkeit, das zu öffnen? Weiß ich nicht. Ein Titanspork. Ich weiß nicht, warum ich den jetzt mittlerweile oder warum ich meine Outdoor-Sachen auch schon mal indoors benutze. Keine Ahnung. Ist wohl der Spaß, den man dabei hat. Meiner Meinung nach ist die
etwas zu dick, flüssig. Gut. Und normalerweise, also wenn ich Salate mache, wo auch andere mit essen, da gehe ich nicht hin, schmeckt etwas ab und benutze das dann anschließend wieder zum Rühren. Das ist unhygienisch für die anderen. Da ich diesen Salat alleine esse, kann ich das nicht machen. Als allererstes kommt da rein so eine Bonduel mexikanische Maismischung. Da habe ich Mais, Möhrchen, ein bisschen Paprika dabei. Das ist nicht schlecht. Da kippe ich einfach so da rein und verrühre das gut. Dann kommt hier so vom Lidl so eine Packung. Nixe Thunfischsalat, mexikanisch, weil da sind auch Kidneybohnen drin und Thunfisch. Auch wieder ein bisschen Mais, ein paar Karottchen. Kann man sehen, vielleicht. So, ich weiß nicht, wo es diese Märkte noch sonst so gibt, aber es gibt im Koblenzer Raum so eine Non-Food-Discounter, der heißt Action-Markt. Guckt mal im Internet, ob es den bei euch auch gibt. Ich habe die Packung hier von 1,20 Euro bekommen. Das sind frittierte und getrocknete Zwiebeln. Mal gucken, wie da drin ist. Das ist reichlich. Also ihr seht die Packung. Kann ich kaum mit zwei Händen umschließen. Ist keine Angabe drin. Ne, 400 Gramm. Ja, ein Euro irgendwas. Dann nehme ich mir eine Handvoll, mache die rein. Das mache ich nicht, weil das dann crispy wird, sondern diese getrockneten oder gerösteten und dann getrockneten Zwiebeln verleihen diesem Salat einen wirklich leckeren Geschmack. Ich denke jetzt die ganze Zeit, warum fängt er nicht an zu schneiden? Da habt ihr recht. Warum fange ich da an zu schneiden? Komme ich ja jetzt zu. Zuallererst nehme ich ein paar. Seht ihr, wie das da durchgeht? Wow. Ein paar. Na, also Radieschen. Die sind nicht mal die frischesten, aber das heißt ja nicht, dass sie schlecht werden dadurch. Und die sind halt nicht mehr so knackig. Werden dann dadurch aber auch etwas scharf. Und das darf ruhig sein. So,
ruhig dazu sagen, das ist ein sogenannter Single-Haushalt, obwohl ich ja eine Partnerin habe, Frau, Freundin, wie der andere das dann vielleicht eventuell nennen möchte. Also meine Frau wohnt ja nicht mit mir zusammen, zukünftige Ehefrau. Und wird der eine oder andere sagen, das ist ein bisschen viel für einen allein. Bestimmt. Aber wir haben heute Freitag, den 14.03.2014. Morgen ist Samstag und morgen muss ich arbeiten. Nee, ich darf arbeiten. Dann nehme ich mir davon ein bisschen was mit auf die Arbeit. So. Das sind ganz süße Paprika. Die werde ich nicht auseinandernehmen, um dann die Kerne darin zu entfernen. Nehme ich einfach mit rein in meinen Salat, weil die sind nicht wirklich bitter, wie ihr sehen könnt. Da ist genug drin. Ach, und die haben ein Aroma. Mann, haben die ein geiles Aroma. Oh, 19 Uhr. Zeit fürs Abendessen. Tja, und ich habe jetzt schon so viele Reviews über dieses Condor Nesmuk gesehen. Und die Leute haben sich beschwert, das ist so ein scheiß Messer fürs Bushcraften. Damit kannst du weder betonen, noch ist es ein guter Chopper. Etwas aus Dixtralala, wisst ihr was? Wenn mir jemand sagt, das ist kein gutes Bushcraft-Messer, muss ich meinen Kopf packen und gucken, ob der Kopf noch an der richtigen Stelle ist, weil das ist dummes Geschwätz. Das ist ein Küchenmesser. Also nicht Küchenmesser, aber es ist ein Outdoor-Kochmesser. Dafür wurde es designt. Also wenn George Washington Sears alias Nesmuk hören würde, was manche Leute über dieses Messer reden, der wird wahrscheinlich gar nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die so dämlich sind. Und das Messer geht echt ganz easy durch. Das schneidet gut. Dann nehme ich ja nicht mal Druck. So. Dieses Condor Nesmuk, das tut sich in der Küche echt gut. So, jetzt kommen ein paar kleine Cherry-Tomaten dazu. Platzieren. Ach, die haben so einen richtig schönen, leckeren Geruch. Und schmecken. Ja.
und schneidet sich echt super gut dadurch. Gut, wer meine Videos kennt, der hat auch gesehen, dass ich meine Messer grundsätzlich schärfe und ich habe die auf einem chinesischen oder japanischen Wasserstein geschliffen oder geschärft. Und es hat dem Messer wirklich nicht schlecht getan. Ist schön scharf. Weil ich sagen muss, ich habe neulich mal ein Video gesehen von mir, was ich produziert habe. Ist noch nicht auf YouTube hochgeladen. Das ist bestimmt schon 5 Jahre alt. Da habe ich mit demselben Wasserstein, japanischen Wasserstein, etwas ein ganz altes Küchenmesser geschärft. Oh, was für eine Sünde. Da habe ich mit diesem Messer anschließend, ich glaube, eine Bierdose durchgeschnitten. Tja, Freunde. Das ist Selbstschämen und kein Fremdschämen. Vor, dass ich die alle benutze, und das werde ich auch tun. Ich lasse mich von meinen Plänen nicht abbringen, das ist klar. Ach, und wenn man die hier von diesen Ästchen befreit oder entfernt, das gibt so einen genialen, leckeren Geruch. Das ist richtig gutes Zeug. Andere Schnitte, so Viertelschnitte. Ihr seht, also das Messer hier, das geht so easy durch eine Tomate, da brauche ich noch nicht mal drücken. No? Ich glaube, von meinem Salat kriegt morgen mein Kollege Garfield. Der heißt so, weil der so aussieht. Okay, er ist auf dem Weg der Besserung. Er hat nämlich jetzt schon, glaube ich, 7 Kilo abgenommen. Der kriegt morgen was von meinem Salat. Da wird er sich freuen. Mein lieber Hinrich aus Wohnorden, Hamburger. Lebt in Köln und totaler Karnevalsjack, kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn wir miteinander telefonieren, und ich kenne den Garfield jetzt schon seit 2005, wir haben 2014, das sind ja fast 9 Jahre. Und ich rufe den morgens an, dann geht er nur, Hinrich, mein Jung, no, alles in Butter auf dem Kutter. Oder ich rufe ihn an und sage, moin, moin, Hummel, Hummel. Und er schreit dann, Mors, Mors. Das genau zu bedeuten hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die Nördlicher auf sowas stehen. So, da bin ich ja fast schon am Ende von meinem Schnibbeln. Muss noch ein bisschen verrühren. Boah, ist das eine Menge? Das hätte ich mir gar nicht so vorgestellt. Wahnsinn. Ich hoffe, ihr könnt das alles schön sehen. Mal reingucken. Und jetzt kommen noch ein paar kleine Cornichons dazu. Mini-Gürkchen. Gürkelchen. Ich mag die sonderlich gern, weil die so einen schönen, sauren Geschmack haben. Oh.
Und wie ich also in meinem anderen Video jetzt dem Pflegevideo von diesem Brett gezeigt oder gesagt habe, es empfiehlt sich absolut für so einen Messerfan, Messerfreund, seine Schneidarbeiten auf einem Holzuntergrund zu machen und nicht auf, was gibt es denn jetzt, diese Hartplastik-Dinger, Schneidebretter, Glas-Schneidebretter. Egal was es für Schneidebretter gibt, lasst die Finger davon, holt euch welche aus Holz, denn eure Messer werden stumpf, nicht durch das Schneiden, sondern durch die Unterlage. Stell dir vor, du gehst mit deinem Messer ständig über so ein Schneidgut und darunter ist eine... Seht ihr, warum das ein gutes Küchenmesser ist? Allein schon durch die Wölbung. Das Messer wird stumpf nicht durch das Schneidgut, sondern durch die Unterlage. Also ich muss meine Messer nicht so häufig nachschleifen und ich habe eigentlich relativ gute Messer, wie man sehen kann, hier von Zwilling. Auch relativ teure. Aber was Messer angeht, habe ich meine eigene Einstellung. Ich muss da einfach rein tun. Ich komme an die unteren gar nicht dran. Was hier von dem Sud damit rein. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, wie einfach das geht. Ich schneide jetzt mal wirklich ein bisschen behindert. Wirklich super Küchenmesser, also dass das noch keiner aufgelegt hat als Gemüsemesser, ein bisschen vom Preis her günstiger. Ich habe dafür, also für das Condonesmoke habe ich glaube ich 35 bezahlt inklusive dem Versand, des Versandes. Dave Canterbury verkauft auch ein Nesmoke von Blind Horse Knives hergestellt, oder jetzt Bad Horse Knives, weil Blind Horse Knives haben sich ja getrennt. Für über 100 Euro. So sehe ich die Messer von Blind Horse oder Bad Horse Knives liebe. Ich habe ja zwei davon und die sind wirklich hochpreisig, also 300 Euro, 275 Euro, 24 Dollar, Dollar, nicht Euro, 24 Dollar Shipping jeweils. Und Einfuhrgebühr so um die 60 Euro. Also für so ein Condor Nesmuk 35 zu bezahlen. Oder für das Nesmuk oder The Muk, wie sie es nennen. Da ist die Finger von. Das ist ein super geiles Küchen- und Schneidemesser. Also Wahnsinn. Das kann was. Und so wie man sieht, das fängt schon langsam an, ein bisschen abzudunkeln. Und es liegt ja daran, dass es ein, entschuldigt bitte, dass es ein Carbonstahlmesser ist, Kohlenstoffstahl. Tja, das nimmt schon Patina an. An der Schneide. Oder seht ihr? Wow. Ich werde das Messer jetzt mal nicht spülen
oder waschen, sauber machen und cleanen. Denn das lasse ich jetzt noch ein bisschen wirken. Und ich bin morgen gespannt, was das für eine Patina wurde. So. Nochmal umrühren. Und das ist mein Salat. Und jetzt mal ohne Flachs. So wirklich ist das ja nicht meine Kreation. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen in einem Video. Ich erwähne leider selten andere Leute. So einen ähnlichen Salat hat mal der Dennis gemacht. Fuba Forest Films HD. Und als ich das gesehen habe, wie der das gemacht hat, ich glaube, das hat er geschnitten mit dem Mercator-Messer und sonstigen anderen Messern, die sonst so nicht dafür für einen Kücheneinsatz geeignet sind. Ich hatte so einen Kohldampf auf dem seinen Scheißsalat, dass ich ihm nachgemacht habe. Und das ist mittlerweile einer meiner Lieblingssalate. Und Dennis, falls du meine Videos guckst und gerade dieses siehst, vielen Dank. Ich liebe deinen Salat. So, das war's. Ich lass mir jetzt den Salat mal schmecken. Mal gucken. Mach den mal. Das ist, ich glaube, der Materialeinsatz von dem Salat, der liegt bei ca. 5 Euro. Der Salat ist ein pures Vergnügen. Ich liebe ihn. Danke, Dennis, für das Rezept. Ich habe es nach meinen Bedürfnissen angepasst und es sozusagen verarbeitet. So, Bewertung, Kommentare werden gerne gesehen. Das wisst ihr. Neues Subscriber auch. Ich lasse mir den Salat jetzt ein bisschen schmecken. Bis die Tage. Stay tuned. Passt auf euch auf. Und 01. Tschüss, euer Arthur.